Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserer heutigen und letzten Ausgabe der Ringvorlesung an Creative Digital Writing. Ich freue mich sehr, unsere heutige Rednerin Katrin Passig zu begrüßen. Katrin Passig ist Gründerin und Vorsitzende der Gesellschaft zur Vervollkommnung der Bindestrichkünste und des Zeitfleißes. Sie ist Journalistin und Schriftstellerin, Bachmann-Preisträgerin und zurzeit geschäftsführend tätig im Angela-Heider-Wilms-Zentrum für zweideutige Idolatrie. Die digitale Welt, das kann man wohl sagen, wäre eine andere ohne Katrin Passig. Und zwar nicht nur in dem trivialen Sinne, dass es dann eben eine Welt ohne Katrin Passig wäre. Es wäre auch eine Welt, die um so manche Spielerei ärmer und ganz sicher weniger erträglich wäre. Und vor allem wäre es eine Welt, die sich selbst viel weniger verstehen würde, als sie es dank Katrin Passig zumindest im Ansatz eben doch tut. In ihrem breiten schriftstellerischen und essayistischen Werk beobachtet sie das Internet und indem sie es nicht nur, aber eben auch im Internet tut, beeinflusst sie auch das Internet. Man könnte mit 10 zugedrückten Augen für das Internet eine passische Unschärferelation behaupten, demzufolge es sich allein dadurch verändert, dass es durch sie beobachtet wird. Und immer dann, wenn mich persönlich das Internet ärgert, wenn es mich langweilt, dann stelle ich mir vor, es wäre Katrin Passigs Labor. Oder wie man in Anlehnung an ihre wunderbare Gartenarbeit-Metapher aus diesem Band hier sagen sollte, ich stelle mir vor, das Internet wäre ihr Versuchsgarten, und dann geht es schon wieder ein bisschen besser. Die Beobachterin Katrin Passig, was diese auszeichnet, ist ihr einzigartiges Gespür für die epochalen Dimensionen, aber gerade nicht im Sinne eines einfachen Fortschrittsdenkens. Ich habe auf buchmarkt.de gelesen, dass sie als Vordenkerin des digitalen Zeitalters gilt. Das hat mich aber nicht zufriedengestellt, denn ich finde, man könnte genauso gut Rückdenkerin sagen oder meinetwegen auch antizipative Rückdenkerin. Dazu passt das Buch, was sie letztes Jahr mit Alex Scholz zusammen verfasst hat, das Handbuch für Zeitreisende. Die für unser Thema einschlägige Vorlesungsreihe Vielleicht ist das neu und erfreulich, 2019 bei Droschel erschienen. Und die wirklich tolle Internetseite Techniktagebuch, in dem technische Alltäglichkeiten dokumentiert werden unter dem Motto Ja, jetzt ist das langweilig, aber in 20 Jahren. Und auch der heutige Vortrag mit dem Titel Heute ist das gestern von morgen wird genau hierzu passen. Denke ich zumindest. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, danke. Ich habe mich besonders gefreut, dass ausnahmsweise mal jemand Gebrauch macht von den Zufallsfirmen und Instituten auf meiner Website, da die Sache mit dem Angela Heider-Wilms-Zentrum für Idolatrie, wenn man die Seite neu aufruft, dann steht da was anderes. Das ist eine Notlösung, weil bei Veranstaltungen, die mich einladen, oft nicht wissen, was sie auf das Namensschild drucken sollen. Und nach Beratung durch das Internet habe ich das vor ein paar Jahren eingerichtet und gelegentlich wird es benutzt und ich freue mich immer sehr. Okay, muss ich mit dem Screensharing noch was unternehmen oder ist das noch an von vorhin? Das müssten Sie noch mal starten. Okay, Moment. Ich mache mich mal sichtbar, unsichtbar meine ich. So, wie ist es jetzt? Wunderbar, wir können es sehen. Okay. Also, was mich an diesem Thema interessiert, das ist zum einen, dass wir über das digitale Schreiben oft ganz geschichtslos reden. So, das ist jetzt ganz neu, gibt es gerade ganz frisch, es muss dringend jetzt zum ersten Mal drüber geredet werden. Oder aber die Geschichte, die wir dazu erzählen, ist, es hat unendlich viele historische Vorläufe, aber das eigentlich Wichtige, das passiert gerade erst jetzt. Dann zweitens faszinieren mich die alten Texte darüber, wie die gleichzeitig lustig zu lesen sind, weil ich dabei immer denke, haha, die albernen Begriffe. Und während das geschrieben worden ist, gab es ja noch nicht mal das Internet. Die Leute wussten ja noch gar nichts und gleichzeitig aber auch komplett richtig sind. Und ich dann beim Denken 30 Sekunden später denke, oha, die wussten ja doch schon alles. Drittens kann man aus dem Betrachten dieser alten Texte hoffentlich was drüber lernen, wie man selbst weniger schlecht über das digitale Schreiben der Gegenwart schreiben kann. Eine Kurzfassung dieses Vortrags, wechseln die Slides, steht da jetzt Kurzfassung?
Ja. Ja, sehr gut. Ich hatte da schon grausige Situationen, wo ich nach 10 Minuten merke, dass die Slides nur für mich wechseln. Ja, die Kurzfassung für Leute, die nicht gern eine Stunde zuhören wollen oder können, dazu gehöre ich auch. Ich bin immer sehr dankbar, wenn ich nicht eine Stunde zuhören muss. Es geht erstens um diese These. Digitales Schreiben ist nicht das, was digital ist, sondern das, was gerade neu ist. Und eigentlich müsste es heißen, was gerade neu aussieht, weil das jeweilige digitale Schreiben oft gar nicht besonders neu ist, sondern je nachdem, wo man hinschaut, auch mal 30 Jahre alt oder 70. Es kommt uns so vor, als wäre es gerade ganz neu, weil das digitale Schreiben von gestern weitgehend unsichtbar geworden ist. Und das hat wiederum drei Gründe. Nämlich erstens, wir archivieren es fast gar nicht und in der Folge gerät es in Vergessenheit. Zweitens wird es uncool. Es wird uncool, die Begriffe zu erwähnen. Es wird uncool, über bestimmte Themen zu schreiben, Vorträge zu halten, zu forschen. Und drittens wird es einfach unsichtbar. Das passiert zu einem kleineren Teil, weil es tatsächlich verschwindet und zu einem Großteil, weil es so normal wird, dass wir es kaum noch wahrnehmen können. Ganz zum Schluss geht es dann darum, was in Zukunft aus den Schreibtechniken wird, die bisher in dieser Ringvorlesung besprochen worden sind. Spoiler, es wird auch bald unsichtbar werden und darauf folgen dann vermutlich wieder ein paar andere Arten digitales Schreiben, über die dann wieder Ringvorlesungen gehalten werden. Dann kommt ein Berufsberatungsteil, zum einen für Primärtexte, was folgt aus dem Gesagten für die, die selbst gern auf diesem Gebiet arbeiten wollen, also die, die in 10 Jahren selbst zu Ringvorlesungen eingeladen werden wollen, als Praktizierende von irgendeiner Form des digitalen Schreibens, die dann gerade aktuell ist. Und zweitens für die, die selbst Texte über das digitale Schreiben schreiben wollen. Ganz oft sind das auch dieselben Leute. Und weil ich bei den bisherigen Vorlesungen anwesend war und gesehen habe, dass es oft ein Problem mit dem Fragenstellen gibt, habe ich vorgefertigte Fragen mitgebracht, die ich dann vorschlagen werde und die Sie einfach stellen können, wenn Sie selbst keine haben. Für die, die noch viel weniger zuhörbereit sind, gibt es hier die gesamten Slides mit Textnotizen. Ungefähr 80% von dem, was ich in der nächsten Stunde sagen werde, steht da drin. Und ich bin auch niemandem böse, wenn Sie jetzt einfach gleich gehen und sich das alles durchlesen. Ich würde es genauso machen. Ja, zum ersten Punkt. Was alles schon mal digitales Schreiben war, das war ursprünglich mal mein Hauptvortragsplan. Ich wollte das alles zeigen und erklären und habe dann gemerkt, dass es leider nicht geht. Das würde ungefähr 3 Stunden dauern, Minimum. Ich sage also nur detaillierter was zu ein paar Vorgängen, die in den 80er und 90er Jahren aktuell waren und auch da nicht mal zu allen. Das heißt nicht, dass die Geschichte des digitalen Schreibens erst Mitte der 80er Jahre anfängt. Die ist, je nachdem, wo man genau hinschaut, entweder 70 Jahre alt, so alt wie der digitale Computer, oder noch viel älter. Und der Verdacht liegt natürlich auch nahe, dass ich über die 80er und 90er rede, weil ich zufällig genau so alt bin, dass das Themen sind, die in meiner Jugend neu waren. Ich will nicht darauf raus, dass die Forschungsthemen von damals noch super sind und wir gar keine neuen brauchen. Ich werde zwar in ungefähr einer Dreiviertelstunde sowas Ähnliches sagen, aber das liegt, glaube ich, nicht an meinem Lebensalter, weil ich fast alles, worum es jetzt im Vortrag gehen wird, selbst verpasst habe, bis auf eins dieser Bücher. Ich habe das alles auch erst viele Jahre später, zum Teil Jahrzehnte später nachgelesen. Der Grund für die Themen aus den 80ern und 90ern ist vor allem, dass ich mir für diesen Vortrag ein paar Texte und Bücher angeschaut habe, die damals erschienen sind. Und das war mehr oder weniger Zufall oder ein Kompromiss der Materialbeschaffung. Es ist lang genug her, um historisch zu sein, aber es ist noch nicht so lange her, dass die Quellensuche noch mühsamer wird als sowieso schon. Vom Rest sage ich nur, was ich alles weggelassen habe. Das ist auch wieder der ursprüngliche Plan gewesen. Der Vortrag hatte einen mittellangen Teil über die weggelassenen Punkte und da musste ich aber diese Liste des Weggelassenen auch noch weglassen. In den 80er Jahren bestand digitales Schreiben vor allem aus dem Wortprozessor, also dem Schreiben am Computer. Den Begriff habe ich entnommen aus einem Buch, um das es gleich gehen wird. Und falls jetzt jemand in sich hineinkichert und sich denkt, haha, Word, wie viel kann es über Word schon zu sagen geben, da täuscht sich. Oder die, weil es auf jeden Fall genug zu sagen gab für ein ganzes Buch, nämlich das. Das ist tatsächlich die einzige Ausnahme in der Literaturliste dieses Vortrags. Das habe ich gelesen, als es ziemlich frisch erschienen war.
Ein ganzes Buch, in dem es im Wesentlichen darum geht, dass Menschen, die vor ein paar Jahren noch die Schreibmaschine benutzt hätten oder von Hand geschrieben, jetzt am Computer schreiben. Hier geht es also erstmal darum, dass elektronisches Publizieren was anderes ist als elektronisches Schreiben. Über das elektronische Publizieren hat das Bundesforschungsministerium eine Studie finanziert und das elektronische Schreiben, sagt Dieter Zimmer hier, hat nicht nur eine Zukunft, sondern schon eine Gegenwart. Und zwar zeigt sich das in einer groß angelegten Rundfrage unter Fach- und Sachautoren, welche jene Expertengruppe am Kernforschungszentrum Karlsruhe veranstaltete. Und die ergab, dass 1987 bereits ziemlich genau jedes zweite Manuskript am Wordprozessor entstanden war. Wie gesagt, Fach- und Sachautoren. Zahlen aus der Literatur sehen ein bisschen schlechter aus. Die Belletristen stehen dem neuen Ding, wie zu erwarten, misstrauischer gegenüber. Von den 48, die 1987 auf eine Rundfrage des Marbacher Literaturarchivs antworteten, benutzten es nur 6. Weiß nicht, ob sich jemand erinnert, das ist dasselbe, was Nick Montfort gesagt hat in seiner Vorlesung vor ein paar Wochen, dass die Leute, die literarische Dinge machen, sehr viel zögerlicher auf neue Techniken umsteigen. Das war also in den 80ern nicht anders. Diese Umfrage unter Belletristik-Schreibenden, um die es da geht, die ist entstanden aus Anlass einer Ausstellung im Marbacher Literaturarchiv und steht im Volltext in diesen 2 Bänden drin. Leider gibt es die nicht digital. Ich habe sie mir auf Papier bestellt und sie ist genau noch rechtzeitig angekommen. Das sind insgesamt über 1000 Seiten, die zum allergrößten Teil nicht besonders interessant sind. Vor allem sind das zusammengetragene Zitate aus der Literatur, also der literarischen Literatur, in denen Technik irgendeine Rolle spielt. Aber diese eine Umfrage ist absolut lesenswert. Das ist die erste Frage, die rumgeschickt worden ist. Teilen Sie die Meinung Nietzsches, unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken? Was damit, also worauf sich das bezieht, ist dieses Schreibgerät, das Nietzsche in den 1880ern angefangen hat zu benutzen und dann auch bald wieder damit aufgehört, weil es sich als technisch zu anfällig erwiesen hat. Aber in dem Zusammenhang stammt eben dieses Zitat von ihm, dass das Schreibzeug mit an unseren Gedanken arbeitet. Das war also die erste Frage, hat er damit recht gehabt oder nicht? Dann habe ich eine weggelassen und drittens verändert, in Klammer stimuliert, die Arbeit mit dem Personal Computer den Schreibprozess. Oder sehen Sie darin lediglich eine technische Arbeitserleichterung? Ich kann leider nicht alle Antworten zeigen, obwohl die alle wunderschön sind. Deshalb hier nur Lothar Günther Buchheim als Beispiel. Lothar Günther Buchheim ist der Autor von Das Boot. Und das ist insofern zum einen relativ typisch, dass er hier in Punkt 1 antwortet, das sei totaler Quatsch, dass das Schreibzeug mit an unseren Gedanken arbeitet, selbstredend, der schiere Unsinn. Ich schreibe nur mit Stiften, meine Frau dechiffriert meine Texte. Das ist ein Punkt, der in ziemlich vielen dieser Antworten vorkommt. Die Männer sind oft mit Frauen verheiratet, die 10 Finger schreiben können auf der Schreibmaschine und die schreiben dann ihre Texte ab. Auf die zweite Frage antwortet er, dass es im Großen und Ganzen, dass es sich um großen Quatsch handelt. Also Autoren, die einen Personal Computer benutzen, die sollen sich auch noch durch Roboter ersetzen lassen. Um Gottes Willen, nein. Der ganze Krempel bringt doch nichts außer Verflachung. Da wüsste ich jetzt gerne mehr darüber, wie das für ihn zusammenpasst, dass er im ersten Teil behauptet, dass das Schreibzeug nicht mit an den Gedanken arbeitet, aber dass der Umstieg auf den Computer trotzdem zu Verflachung führt. Diese inhaltlichen Folgen sind jedenfalls auch ein wiederkehrendes Thema in den Antworten. Und zwar geht es da meistens um unschöne Folgen für das Schreiben. Eine Kurzfassung von den Aussagen aus dieser Umfrage ist unter der ersten Adresse zu sehen und den Volltext habe ich gerade eingescannt, den kann man unter dem zweiten Link sehen. Hat zufällig jemand dran gedacht, den Link zu den gesamten Slides in den Chat zu tun? Oder soll ich das noch machen?
Noch nicht. Wie war der Bitly? Moment, muss ich Ein jetzt selber. digitales Schreiben, ne? Ich glaube ja, mit einem Bindestrich in der Mitte. Dann kann man da auch die Links extrahieren, um die hier jetzt noch kommen. Ja. Danke. Ja, ich habe dann nach der Studie gesucht, auf die sich Dieter E. Zimmer bezieht, vom Bundesforschungsministerium, und habe die gefunden, weil dankenswerterweise jemand die digitalisiert und im Volltext hochgeladen hat. Dieter E. Zimmer war daran beteiligt, also der Autor dieses grünen Buchs, das eingangs zu sehen war, als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats dieser Studie und stilistisch würde ich vermuten auch in einigen Kapiteln beim Schreiben. Das ist eine ausgesprochen lesenswerte, ein paar hundert Seiten lange Sache. Ich habe das PDF, das ich habe, an ganz vielen Stellen mit Markierungen versehen. Es sind so viele zitierenswerte Stellen drin, die ich hier alle leider überhaupt nicht verwenden kann. Ich kann allen, die sich dafür interessieren, wie man in den späten 80er Jahren, in den Jahren, in denen diese Studie entstanden ist, über das digitale Schreiben und Publizieren gedacht hat, nur empfehlen, da selbst reinzuschauen. Es lohnt sich. Das zeige ich, damit man sieht, wie damals auch schon der Stand war. Das Produzieren, Moment, jetzt muss ich hier in meinen eigenen Texten ein bisschen wühlen. Das Produzieren von Texten über das Schreiben am Computer ist buchstäblich en vogue. Feuilletons deutscher Tages- und Wochenzeitungen wetteifern darum, Erlebnisberichte von Autoren und Autorinnen über den Umgang mit ihren elektronischen Schreibzeugen abzudrucken. Umfragen unter deutschen Schriftstellern werden durchgeführt, um Erfahrungen mit Schreibzeugen festzuhalten, Gründe und Motive zu erkunden und Wirkungen zu beobachten. Tagungen zur Zukunft des Schreibens stehen auf dem Kalender. Also digitales Schreiben oder wie das damals hieß, elektronisches Schreiben war auch vor ungefähr 40 Jahren schon das aktuelle große Ding. Das hier sind die Tagungsbände von zwei Tagungen, die 88 und 91 stattgefunden haben im Rahmen der Essener Literaturtage. Das ist nicht aus diesen Bänden, sondern das ist wieder aus dieser Studie zum elektronischen Publizieren, die ja schon so heißt. Und deshalb geht es da auch zu einem mittelgroßen Teil gar nicht um das eigentliche Schreiben der Texte, sondern um das nachfolgende Publizieren. Und darunter fällt auch das elektronische Publizieren ohne Verlag. Das ist ja in den letzten Jahren auch noch oder wieder ein großes Thema gewesen, wahrscheinlich eher noch als wieder. Wenn es jetzt darum geht, dann geht es meistens um Self-Publishing, dass man E-Books oder Printbücher macht, ohne dass ein Verlag im Spiel ist. Damals war da was ganz anderes gemeint und ich war selbst überrascht zu sehen, was, nämlich einfach, dass man Dinge ins Internet hineinschreibt. Also noch nicht mal in das, was wir jetzt im Groben unter dem Internet verstehen, sondern unter seine Vorläufer, Mailbox-Systeme. Das Usenet wird jetzt den meisten nichts mehr sagen, aber es bedeutet im Großen und Ganzen sowas Ähnliches wie Facebook-Gruppen, nur in Schwarz-Weiß oder Schwarz-Grün oder Schwarz-Gelb und ohne Bilder und sehr, sehr langsam und ohne Facebook. Es geht also um Dinge, die natürlich nach wie vor stattfinden, und zwar in viel größerem Maßstab als damals von viel mehr Leuten praktiziert werden, die aber für uns so selbstverständlich geworden sind, dass man das kaum über, also dass es schwer ist, das überhaupt noch als Publikationsvorgang wahrzunehmen. Und dieses Publizieren ohne Verlag hat mit einer zweiten Schreibform zu tun, die gerade neu war, nämlich Hypertext. Das ist ein Begriff, der das Problem hat, dass er für alle Leute in ungefähr meinem Alter sehr, sehr verschnarcht klingt. Ich gehe davon aus, dass das Publikum dieser Vorlesung viel jünger ist und wahrscheinlich gar keine großen Probleme mit diesem Begriff hat. Da man jetzt noch ein paar Jahre älter wäre als ich, dann würde dieser Begriff wahrscheinlich angenehme Assoziationen wecken, stelle ich mir vor, weil es objektiv eine tolle Sache war. Das ist wieder die elektronisches Publizieren, die geförderte Studie aus Karlsruhe,
Die derzeit konkreteste Utopie des elektronischen Publizierens, also immer noch Utopie, da geht es nur ganz wenig um die aktuelle Gegenwart dieser späten 80er, in denen das entstanden ist, steckt in dem Konzept Hypertext, das von Ted Nelson aufgebracht und ausgemalt wurde. Und der wird dann in der Folge auch gleich zitiert. Moment, Zitat kommt gleich. Die große Hypertext-Idee zielt darauf, das gesamte konventionelle Publikationssystem, Autoren- und Lesertätigkeit eingeschlossen, ins elektronische Medium zu überführen. Und jetzt kommt das Nelson-Zitat. The overarching vision I propose then we might call a hyperworld, a vast new realm of published text and graphics, all available instantly, a grand library that anybody can store anything in and get a royalty for, with links, alternate versions und so weiter und so weiter. Also das, was kurze Zeit, naja, nicht kurze Zeit später, also wie gesagt, dieser Text ist von 82, es hat dann noch ungefähr 20 Jahre gedauert, bis dieser Text, bis diese Vision für ungefähr ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland tatsächlich vorhanden war und nochmal 10 Jahre länger, bis es dann tatsächlich das Internet war, das jetzt der Normalzustand ist. Und in der elektronischen Publizierenstudie geht es dann um die zweite Besonderheit dieses vernetzten Publikationssystems. Also die erste eben, dass die Texte miteinander vernetzt sind, dass es nicht mehr Fußnoten gibt und man dann zurück in die Bibliothek muss, um nachzugucken, worauf sich die Fußnote bezieht, sondern dass die Fußnote direkt zu dem anderen Text führt. Und zweitens, dass an diesem Informationsnetz jeder weiter stricken kann. Soweit so langweilig, denkt man, wenn man das heute liest, aber das war damals nicht langweilig, es war schwindelerregend. Die Vorstellung erscheint schwindelerregend und es läge bei den ordnenden, evaluierenden, vorselegierenden, orientierenden, rechtesichernden und pflichtendefinierenden Mechanismen, solch ein elektronisches Labyrinth bewohnbar zu machen. Also die Tatsache, dass da jetzt tatsächlich sich an diesem Netzwerk optimistisch gesagt, alle in irgendeiner Form beteiligen und ihre Texte da einklinken können, war, als sie neu war, eine, mit der man gar nicht so leicht umgehen konnte. Es ist ja bis heute gelegentlich. Noch eine kurze Abschweifung zu dem Thema. Also ich habe auch erst bei der Vorbereitung dieses Vortrags gemerkt, für mich war bis dahin Hypertext so ein vages Ding aus den 90ern, das mit Romanen zu tun hat, in denen man hin und her springen kann, anstatt sie linear zu lesen. Dass es tatsächlich um zwei, drei einigermaßen verschiedene Dinge geht, die alle mit Hyper anfangen, das ist mir erst bei der Vortragsvorbereitung klar geworden. Und eines davon ist eben dieses Programm HyperCard, eine Art frühes Internet in Form von Software für den Mac. Können wir jetzt hier nicht anschauen, dieses Video, obwohl es bildend und schön ist. Das gab es also in den 80ern und das hat so ein bisschen, auf der Basis konnte man sich das so ein bisschen vorstellen, wie das später aussehen würde mit einem Internet, in dem Dinge miteinander verlinkt sind und das auch Bilder enthält. HyperCard was created by Bill Atkinson following an LSD-Trip. Und diesen LSD-Trip, den bewohnen wir jetzt. Der ist zum Normalzustand geworden. Das ist das zweite oder dritte mit Hyper anfangende Ding, das in den 90ern ein wichtiges Thema war, wenn man irgendwas zum Thema digitales Schreiben gesagt hat, nämlich eben eine Idee, was diese neue Verlinkungsmöglichkeit für literarische Texte für Folgen haben könnte. Das ist der Text- und Kritikband von 2001 zum Thema digitales Schreiben. Der hat zwar das Thema digitale Literatur, ist aber bis heute nicht digital erhältlich oder jedenfalls nicht auf dem legalen Weg. Auf dem illegalen ist es erhältlich. Sie wissen entweder selbst, wo Sie danach suchen müssen oder Sie fragen im Chat nach dem Link, dann wird ihn schon jemand haben. Da sind einige lesenswerte Texte drin, die eben den Stand der 90er Jahre widerspiegeln. Und einer davon ist von Robert Coover, Goldene Zeitalter, Vergangenheit und Zukunft des literarischen Wortes in den digitalen Medien. Und da schreibt Coover schon darüber, dass diese Hypertext-Sache jetzt vorbei ist und dass das sehr traurig ist. Also hier ist er noch beim vorigen Zustand.
Dies waren zumeist eigenständige literarische Kunstwerke auf einer Diskette oder CD-ROM, die man wie ein Buch ins Regal stellen konnte, sodass das Einschließen der Geschichte im Gegensatz zum Schließen der Geschichte kein Problem war. Also was er damit meint, die Geschichte ist nicht abgeschlossen, weil man durch den Weg durch den Roman oder die Kurzgeschichte oder was auch immer über Links gegangen ist, sich also quasi die eigene Geschichte zusammengebaut hat. Und was er außerdem sagt, ist, das hat eben nicht im Netz stattgefunden, sondern auf einer Diskette oder CD-ROM, die man wie ein Buch ins Regal stellen konnte. Und er hat den Text 99 aufgeschrieben. Es geht dann weiter darum, warum das jetzt vorbei ist. Und das ist eine schöne Stelle, darum lese ich sie vollständig vor. Dann kam fast über Nacht und zusammen mit der neuen IBM Window-Anwendung, dem Boom an Laptop-Computern mit erweitertem Speicher und CD-ROMs und ZIP- und Jazz-Laufwerk, der Erfindung von Netscape und anderen Browsern, der Einführung von HTML und Java und VRML und schnell verbesserten Hypermedia, dann kam der plötzliche weltweite Sturm auf das Web, ein Phänomen, von dem uns immer noch schwindlig ist. Die Auswirkung auf Kommunikation, Ausdruck, Wirtschaft, Sex, Politik und überhaupt alle Formen des menschlichen Zusammenlebens war in der Tat phänomenal. Und man hat das Gefühl, dass diese Auswirkungen erst in ihren Anfängen zu spüren sind. Das Gefühl war berechtigt, weil das, was Coover meint mit dem plötzlichen weltweiten Sturm auf das Web, das ist das, was man hier links umringelt sehen kann. Der Text ist im englischen Original im Oktober 99 als Keynote gehalten worden, also vermutlich Mitte 99 aufgeschrieben worden. Und in Deutschland waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal 10% der Bevölkerung, zumindest gelegentlich im Internet, wahrscheinlich die Hälfte davon täglich. Also dieser Sturm war noch ein sehr wasserglasiger Sturm. Die meisten Texte, die ich für diesen Vortrag gelesen habe, waren in den Formulierungen zwar aus heutiger Sicht ein bisschen komisch, aber inhaltlich standen da überwiegend schlaue und korrekte Sachen drin. Der Sachverhalt war meistens nicht abwegig und es ist genau so gekommen. Mit ein paar Ausnahmen, und dieser Text von Coover ist zumindest in Teilen so eine Ausnahme. Das, was er hier beschreibt, das ist einfach so nicht passiert. Also es geht in dem Zitat darum, dass es mit dieser schönen Hypertext-Angelegenheit, Romane, in denen man seinem eigenen Weg durch den Text folgt, jetzt schon wieder vorbei ist, dass die Leser ausgesetzt werden, in den labyrinthischen Außenraum des World Wide Web, um dort verloren zu gehen. Vorstellungen von Architektur, Kartografie, Design sind zum Großteil verschwunden. Überzeugende Interaktivität ebenso. Der Leser ist jetzt gewöhnlich gezwungen, in den medienreichen, unentrinnbaren Fluss so einzusteigen, wie es vom Autor oder den Autoren vorgegeben wird. Wenn man so will, ist es die Rückkehr zum Kino der passivsten und autoritärsten aller Formen. Das hat, glaube ich, mit dem, was tatsächlich passiert ist, sehr, sehr wenig zu tun. Und ich zeige an dieser Stelle nochmal das Bild, das Berit Glanz vor 2 Wochen gezeigt hat, um zu illustrieren, wie das aussieht, wenn das Neue einerseits zwar schon erfunden ist, aber man sich noch nicht so richtig vorstellen kann, wozu es gut sein könnte. Und die Hypertextliteratur ist jetzt in meinem Fall sowas wie die Ballons an den Spaziergängern. Also das Konzept Fliegen ist schon da, aber die naheliegendste Idee, wie sich diese neue Verlinkungsmöglichkeit in Romane oder Kurzgeschichten einbauen lassen könnte, oder überhaupt die Idee, dass Links in Romane oder Kurzgeschichten eingebaut werden müssen, an der Stelle fehlte halt so ein bisschen die an der Stelle ist das Neue auf die gleiche ungeschickte Art in die Gegenwart eingebaut worden, wie hier mit diesen Ballons. Und ungeschickt ist jetzt ein bisschen ungerecht, weil es tatsächlich in dem Moment schwer ist, was anderes zu sagen, als so wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber das erzeugt eben diesen komischen Effekt später beim Betrachten der Ballons. Ja, in diesem Text- und Kritikband von 2001, da geht es vor allem um diese drei Hauptthemen, Hyperfiction, Hypermedia und Netzliteratur. Und der dritte Punkt, Netzliteratur, auf den gehe ich noch kurz ein. Das ist ein interessanter Text, der kommt so ein bisschen, also es ist so ein bisschen ein Sammelsurium mit allen Dingen, die man 2001 in irgendeiner Form über Literatur und das Digitale sagen konnte.
Hier geht es darum, und das ist ein Vorwurf, der eigentlich oder ein Argument, das bis heute beliebt geblieben ist, dass sich die meisten solchen literarischen Texte prinzipiell auch im Druck veröffentlichen lassen, sich also keineswegs gegen eine lineare Rezeption sperren, haben Buchpublikationen bewiesen, für welche die Erstpublikation im Internet gleichsam die Vorform des veröffentlichten Werks darstellte. Und das Beispiel, das da jetzt kommt, 2001, das ist Abfall für alle von Reinhard Götz, das kurz vorher als Buch erschienen war und noch ein bisschen vorher als eben Internet-Tagebuch. Als ganz, ganz früher Blog praktisch. Aber, sagen die beiden Autoren, wenn die Rede von einer neuen, anderen Netzliteratur jedoch einen präziseren Sinn haben soll, dann doch wohl nur, wenn sich in dem riesigen, um den Globus meandernden Medienverbund, den wir apodiktisch das Netz nennen, eine spezifische, ausschließlich oder zumindest ganz besonders in diesen Medienkopplungen mögliche Literatur entwickelt. Und was das sein könnte, dazu bringen Sie dann ein paar Punkte. Zwei von Ihnen, also steht hier am Ende dieses Zitats, zwei von Ihnen sollen daher im Folgenden genauer betrachtet werden. Und diese zwei, zum einen das kooperative Schreiben und zum anderen die automatische Generierung von Literatur durch Poesiemaschinen oder Programme. Und in dem Satz, den ich abgeschnitten habe, sieht man auch gleich, dass, wie dieses Argument eigentlich immer weitergeht. Sie lassen die privilegierte Stellung des Autors fragwürdig werden. Zu dieser automatisierbaren Textproduktion sage ich noch kurz was, weil das wirklich ein Thema ist, das sich seit lang, also eigentlich ja, seit es Computer gibt, durchzieht. Also wenn es um digitales Schreiben geht oder um das, was jetzt in dieser Ringvorlesung digitales Schreiben heißt und was auch schon anders hieß, dann taucht das immer auf. In der elektronisches Publizieren-Studie heißt es, nach der Erfahrung automatisierbarer Textproduktion werden wir einen Text oder ein Buch mit anderen Augen ansehen. Und gleiche Quelle, das ist die Hoffnung von Autoren angesichts der drohenden Automatisierung des Schreibens, was interessant ist, weil es ja hier um Fach- und Sachbuchschreibende geht und dass die Automatisierung des Schreibens droht, heißt also in dem Fall, dass es dass das Geldverdienen bedroht oder zumindest so geschienen haben muss. Es ist nicht so leicht rauszufinden, was gemeint ist. Hier ist jetzt eine dritte Stelle aus derselben Quelle. Interessanterweise beschäftigt sich Kittler nicht mit den realen Entwicklungen der Automatisierung des Schreibens und der Verrechnung von Sprache, wie sie zumal aus dem Bereich der Computerlinguistik und der künstlichen Intelligenz kommen und auf die wir im ersten Teil, Vergleiche Abschnitt 2.1.2, hingewiesen haben. Und jetzt ist dieser Abschnitt 2.1.2 von sehr überschaubarer Länge. Der geht von Seite 16 bis 23 und da steht überhaupt nichts zu dem Thema oder falls doch, ist es so vage, dass ich es nicht gefunden habe. Das heißt, an mindestens drei Stellen in dieser langen Studie ist die Rede von der kommenden Automatisierung des Schreibens und so super gründlich und toll, die in vielen anderen Aspekten ist, ist das einfach, ich weiß nicht, gar nicht erst geschrieben worden oder später rausgenommen worden. Also es steht de facto nicht drin. Es steht nur drin, dass das Schreiben automatisiert werden wird, aber nicht, wie das passieren soll, was man sich darunter vorstellen muss. Das ist die älteste Quelle zu dem Thema, die ich gefunden habe, aus einer Zeitung von 1777. Ein gewisser Herr M., ich behaupte mal, es ist ein M., in Göttingen rühmt sich, eine poetische Handmühle erfunden zu haben, durch welche man Oden von allerlei Gattung ganz mechanisch zu verfertigen imstande ist. Es sollen schon in verschiedenen poetischen Sammlungen Produkte dieser kunstreichen Mühle stehen, die kaum der Kenner von den aus freier Hand gemachten unterscheiden würde. Sie sind besonders in einem gewissen neueren Geschmacke. Die Einrichtung der Maschine hat viel Ähnlichkeit mit einer großen englischen Seidenzwirnmühle. Die Kraft, welche sie in Bewegung setzt, ist der Wind. Ich habe dieses Zitat nicht selber gefunden. Es steht in einem Buch von Hans Magnus Enzensberger, das später noch zu sehen sein wird. Und diese Maschine hat es mit ziemlich großer Sicherheit überhaupt nie gegeben. Aber darum geht es ja an dieser Stelle auch nicht, sondern es geht darum, dass dieses Argument immer gleich aussieht. Also jetzt ist es soweit, man kann die Texte automatisieren, man kann kaum kann sie der Kenner von den aus freier Hand gemachten unterscheiden.
Also 1777 gab es diese Odenmaschine ziemlich sicher nicht. Was es aber tatsächlich gab, sind verschiedene andere Maschinen, die bescheidenere Dinge im 19. Jahrhundert hergestellt haben. Wer mehr darüber wissen möchte, sei auf dieses Buch verwiesen, aus dem ich nur ein Beispiel zeige. Das ist eine Maschine zum Herstellen lateinischer Hexameter, die es wirklich gegeben hat. Sie steht in irgendeinem Museum, man kann Fotos von ihr machen. Und auch da ging es eben ganz stark um die Frage, ob das A dazu führt, dass Autoren überflüssig werden und ob es B beweist, dass das, was da vorher hergestellt worden ist, von Anfang an Quatsch war, wenn es eine einfache Maschine zustande bringt. Ja, die Wörter, mit denen wir über das digitale Schreiben, Reden, ändern sich. Und die Albernheit der alten Wörter, von denen ich jetzt die meisten rauskürzen musste, aber meine ursprünglichen Beispiele waren Multimedia und eben die Hypertext-Literatur. Die Albernheit dieser alten Wörter kann leicht zu der Annahme verleiten, dass damals auch die Konzepte und die Fragen so albern waren, wie die Wörter jetzt klingen. Aber das stimmt nicht. Die Konzepte und die Fragen in den alten Texten sind zum Großteil die gleichen wie jetzt auch. Jedenfalls dann, wenn man sie ein bisschen wohlwollend liest und nicht die ganze Zeit haha, Hypertext-Literatur sagt, so wie ich das auch lange gemacht habe. Dass trotzdem so viel darüber geschrieben und geredet wird, dass es jetzt gerade ganz aktuell losgeht mit dem digitalen Schreiben, das hat damit zu tun, dass die Vorgeschichte immer wieder unsichtbar wird. Und zwar aus drei Gründen, von denen der erste die fehlende Archivierung ist. Ich muss an der Stelle noch eine kurze Abschweifung machen, weil es meiner Erfahrung nach eigentlich immer an dieser Stelle zu dem Missverständnis kommt, dass das Digitale deshalb schneller verloren geht und in Vergessenheit gerät, weil es digital ist, statt aus gutem haltbarem Papier. Das stimmt nicht. Dass man überhaupt schreiben kann, ohne Papier zu verwenden, ist immer noch recht neu, und dass in den Anfangszeiten von neuen Medien erstmal alles verloren geht, ist komplett normal. Das war beim Film so, da sind in den ersten 35 Jahren etwa 80% aller Filme verloren gegangen. Fernsehen gibt es seit den 30er Jahren und erst ab den 80ern, also nach 50 Jahren Fernsehen, haben wir halbwegs brauchbare Archive, weil sich die Archivierungstechniken und die dafür zuständigen Archive und auch die Konzepte, wie so ein Archiv funktionieren könnte, erst entwickeln müssen. Wir haben die im Moment noch überhaupt nicht. Das Literaturarchiv Marbach hat ab 2008 unter dem Titel Literatur im Netz Veröffentlichungen im Netz archiviert, und zwar insgesamt knapp 500 Objekte. Das ist nicht besonders viel, und ein Hauptgrund, also im Verhältnis zu dem, was man hätte archivieren können, ist es praktisch nichts. Ein Hauptgrund für diese fehlende Archivierung ist, genau wie das, also bei Film, Radio und Fernsehen lag es zum Teil einfach daran, dass in den Anfangsjahren und Jahrzehnten die Speichermedien entweder gar nicht da sind oder dass sie so teuer sind, dass man sich ganz genau überlegen muss, was man archiviert. Aber wenn diese Phase mal vorbei ist, dann stößt man an das Problem, dass die Zuständigen, also die bisher fürs Archivieren Zuständigen, oft der Meinung sind, dass es sich zu knapp 100% um nicht archivierenswerten Mist handelt. Ich habe letztes oder vorletztes Jahr bei einer Veranstaltung vom Literaturarchiv Marbach darüber geredet. Das ist eine Slide, die ich aus diesem Vortrag übernommen habe. Und hinterher wurde über diese Veranstaltung, also bei der das war eine größere Angelegenheit, über die Vorträge ist dann in einigen Zeitungsartikeln zusammenfassend berichtet worden, und über meinen Vortrag hieß es dann, haha, Frau Passig fordert, dass man den gesamten Blödsinn im Internet archivieren soll. Das ist also auch jetzt noch ein Argument zu sagen, wir müssen das gar nicht archivieren, weil es zu knapp 100% Blödsinn ist. Später sieht man das dann irgendwann anders. Wir wären jetzt froh, wenn wir mehr aus der Frühzeit des Films hätten, egal ob das damals als Blödsinn galt oder nicht, aber da ist es dann alles schon weg. Man kann das auch nicht einfach auf die Schreibenden abwälzen und sagen, dass die halt sich um den Erhalt ihrer Texte kümmern und Backups machen müssen. Das ist nicht ihre Aufgabe, da sind sie auch nicht gut drin, und es ist in vielen Fällen entweder nicht trivial möglich oder es ist überhaupt nicht möglich. Das ist ein Zitat aus einem gerade frisch erschienenen Band über Literatur nach der Digitalisierung.
Für mich ist es nicht nur Twitter und nicht nur das Internet. Es ist der gesamte künstlerische und aktivistische Schaffensprozess der letzten 12 Jahre, der jetzt einfach weg ist. Und zwar nicht, weil ich das selbst entschieden habe, schrieb die Berliner Autorin und Fotografin Sarah Berger in ihrer Instagram-Story, nachdem am Tag zuvor ihr Twitter-Account gehackt und umbenannt wurde. Das kann man hier drin nachlesen. Das ist Open Access. Ich hätte gern den Original-Instagram-Beitrag gezeigt, aber wie das Zitat schon sagt, das war eine Story, die sind sowieso nicht dauerhaft und das ist auch so beabsichtigt, dass die nicht dauerhaft sind. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt des Archivierungsproblems. Ja, also die Leute haben selber keine Backups und zum Teil geht das auch gar nicht so einfach. Wenn es um Papier geht, dann gibt es die Deutsche Nationalbibliothek und das Marbacher Literaturarchiv, aber wenn es nicht um Papier geht, ist das Problem immer noch fast vollständig ungelöst. Und es ist ja auch nicht nur so, dass also vor ein paar Jahren, ganz grob aus der Erinnerung würde ich sagen, das war so etwa 2000 bis 2010, plus minus ein paar Jahre, war das ein sehr großes Thema, dass das Internet ja nie was vergisst und dass das ein großes Problem ist. Tatsächlich vergisst das Internet sogar ständig alles und mit den Datenformaten und den Speichermedien aus der Zeit vor dem Internet sieht es auch nicht so gut aus. Das liegt, wie gesagt, nicht daran, dass das Digitale digital ist. Es liegt an den fehlenden Aufbewahrungsstrukturen. Und deshalb ist ein Großteil von dem, was digital geschrieben worden ist, heute einfach weg. Es ist vielleicht nicht komplett gelöscht. Mag sein, dass es noch bei irgendjemandem auf einer alten Festplatte ist, aber de facto ist es nicht zugänglich und deshalb gerät es in Vergessenheit. Punkt 2, Uncoolness. Dazu ein Zitat von Hannes Bajor aus dieser Ringvorlesung über, ich weiß gar nicht, konnte jetzt nicht in vertretbarer Zeit rekonstruieren, um was es da genau ging. Es ist aber auch nicht wichtig, worum es ging, sondern mir geht es ja nur darum, dass das ein Standpunkt ist, auf den sich viele, oder ein nicht unüblicher Standpunkt, wenn man selbst irgendwas macht im digitalen Schreiben. Das erschien uns nicht nur altbacken, sondern auch künstlerisch langweilig. Klar kann man künstlerisch langweilig sehr vieles finden, auch die unmittelbare Gegenwart, aber der Altbacken-Aspekt, das ist der, der hier von Interesse ist. Einerseits wird alles von allein uncool, einfach dadurch, dass Zeit vergeht. Das ist so ähnlich wie mit Hosenmoden, mal sind sie eng und dann müssen sie weit werden, weil sie vorher eng waren und dann wieder umgekehrt. Ein zweites Problem dabei ist die Verrottung von Wörtern. Multimedia, das ich jetzt weggelassen habe, aber das eben auch einige Jahre als ein wichtiges Spielfeld von digitalem Schreiben behandelt worden ist. Multimedia beschreibt an sich ganz genau das, was da passiert. Text besteht nicht mehr nur aus Buchstaben, sondern da sind auch Bilder, Videos, interaktive Elemente drin. Aber das ist egal, das Wort ist einfach unbrauchbar geworden. Das ist ein Beispiel, das eher für meine Generation relevant ist, weil zumindest ich einfach sofort abschalte, wenn ich einen Vortrag höre und da kommt, fällt das Wort Multimedia, weil das bedeutet, da kommt jetzt nichts Interessantes mehr. Für die meisten, die heute hier zuhören oder mitlesen, sind das wahrscheinlich schon wieder ganz andere Begriffe, bei denen sie Gänsehaut kriegen und nicht mehr zuhören. Sie können das gerne ergänzend in den Chat schreiben. Aber sobald so ein Wort verrottet ist, wird es jedenfalls sehr schwer, über das Thema noch zu reden oder zu schreiben oder Forschung zu machen. Es vermuten dann gleich alle, dass nicht nur der Begriff altbacken und uncool ist, sondern gleich das gesamte Thema. Zweiter Grund, warum Dinge uncool werden als Folge von Hype. Texte über das neue digitale Schreiben gehen fast immer so, dass es bisher nur eine Handvoll kleiner, spezieller Pilotprojekte gab, aber schon bald. Und dann passiert aber dieses schon bald entweder überhaupt nicht oder es passiert, wird aber dann nicht mehr als digitales Schreiben wahrgenommen, sondern einfach als der Normalzustand. Und auch durch dieses Haha, ihr habt große Prophezeiungen gemacht, es ist aber dann gar nichts nachgekommen, werden die alten Formate und die alten Bezeichnungen uncool. Einerseits geht es nicht anders, als dass man viel Getue um das Neue macht und behauptet, dass dadurch jetzt gleich alles ganz anders wird, jedenfalls dann, wenn man dafür Aufmerksamkeit in den Medien oder Fördermittel haben will oder eine Unistelle. Und andererseits wird das kurze Zeit später zum Problem, wenn man was schadenfroh vorgehalten kriegt, dass ja zum Beispiel aus der Hypertextliteratur gar nichts geworden ist.
Und C durch Absicht, das ist dann der unschönste Punkt der drei. Alle, die nachrücken, wollen natürlich auch bekannt werden oder Fördermittel kriegen oder eine Unistelle haben oder einen Buchvertrag. Das macht es noch attraktiver. Alles, was vorher passiert ist in puncto digitales Schreiben, in irgendeiner Form altbacken zu nennen oder technisch anspruchslos oder künstlerisch langweilig. Jörg Pieringer, der in den 90ern schon digitale Literatur gemacht hat und das bis heute tut, hat mal gesagt, dass er eigentlich, soweit ich das die Aussage in Erinnerung habe, der Einzige ist, der das damals gemacht hat und heute immer noch macht. Die meisten lassen es kurze Zeit später wieder, weil jede Technik, auf die man sich da verlegt, einfach für kurze Zeit Aufmerksamkeit einbringt und vielleicht Buchverträge oder Einladungen zu Vorträgen oder Veranstaltungen oder Ausstellungen. Es ist sowieso nicht so viel, was man machen kann mit dem digitalen Schreiben, und das ist dann nach recht kurzer Zeit wieder vorbei, wenn die nächste technische Umsetzungsform oder der nächste Begriff kommt. Dann hört das Goethe-Institut auf, einen einzuladen, und lädt stattdessen jemand anderen ein. Diese Coolness- oder Uncoolness-Frage, das ist nicht nur so ein seltsames Kuriosum, was hat auch mit Privilegien zu tun. Beim digitalen Schreiben kriegt man die meiste Aufmerksamkeit immer so lange, wie das, worum es geht, nur wenigen Leuten zur Verfügung steht. In dem Moment, wo das alle machen, ist es keine Kunst mehr. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, vor etwa 5 Jahren, vielleicht ist es ein bisschen länger her, gab es, könnten auch 10 gewesen sein, gab es dieses Paper zum Thema Style Transfer bei Bildern, also wie man den Stil von einem Gemälde auf ein ganz anderes Bild überträgt. Und das war ganz kurze Zeit eine hochinteressante Sache, und dann gab es gefühlt 5 Minuten später dasselbe als Instagram-Filter und in Form von 100.000 Apps, die alle genau das machen. Inzwischen ist das überhaupt nicht mehr erwähnenswert. Es ist ein Alltagsding geworden, und damit wird es künstlerisch und forschungstechnisch weitgehend unattraktiv. Machine Learning war jetzt in den letzten Jahren, also seit es da überhaupt auf den dazugetreten ist zu oder wieder aufgetaucht ist. Machine Learning war schon mal ein sehr großes Thema, wenn es ums digitale Schreiben geht. Dann ist es aus Uncoolness und aus Erfolglosigkeitsgründen etwa 20, 30 Jahre lang sehr still geworden um das Thema, und dann ähnlich wie mit den weiten und den engen Hosen hat es eine Chance wiederzukommen. Das hat es jetzt gemacht, und das war jetzt einige Jahre so, dass es nicht für viele überhaupt möglich war, auf dem Gebiet was zu machen, weil man entweder institutionelle Zugänge brauchte zur Technik oder eben viel Geld. Das ist auch auf vielen anderen Bereichen so, und das bedeutet eben, dass die Einladungspolitik und die Förderpolitik, die da oft im Spiel ist, problematisch ist, weil das bedeutet, dass man immer genau die Sorte Leute fördert, die sowieso schon relativ weit vorn sind, die Zugriff auf die Technik haben oder die ja letztlich auf diese Förderung nicht angewiesen sind. Also das ist eine in dem Moment, wo breitere Bevölkerungsgruppen überhaupt Zugriff auf die Technik haben, ist dieser Zeitpunkt schon lange vorbei. Da wird dann wieder irgendwas anderes, was wiederum nur ein paar Leute machen, gefördert. Nochmal zurück zu Nick Montfort und seiner Aussage, dass da in der Belletristik wenig passiert. Das ist einer von den Gründen. Hier ist Barbara Bronnen aus dieser Umfrage, von dieser Marbacher Umfrage von 1987. Die sagt, dass sie sehr gerne eine tragbare Maschine hätte, handlich, klein, überall mitzunehmen, mitsamt dem Material. Meine Vorbehalte könnte ich überwinden und ich würde es lernen, aber mir fehlen die 10.000 Mark. Ich weiß nicht, was Laptops in den 80ern gekostet haben, aber ich vermute, dass diese 10.000 Mark vielleicht ein kleines bisschen übertrieben sind, aber wahrscheinlich nicht viel. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Also Computer waren nicht mehr generell so entsetzlich teuer, aber tragbare Maschine, handlich klein, überall mitzunehmen, vielleicht. Wenn es nicht 10.000 Mark waren, dann war es jedenfalls doch ein signifikanter Betrag, den man, wenn man Literatur schreibt, wahrscheinlich nicht hat.
Das Geld erklärt überhaupt nicht alles, aber es ist ein Teil der Antwort auf die Frage, warum Menschen, die hauptberuflich schreiben, nur selten was technisch Avantgardistisches machen. Ja, der dritte Punkt, die Unsichtbarkeit, dass diese ganzen Begriffe aus den 80ern und 90ern sind inzwischen zum ganz normalen Internet geworden und damit weitgehend unsichtbar. Das ist wie in dieser Geschichte von dem Fisch, der gefragt wird, wie das Wasser ist, und er sagt, Wasser, was ist Wasser? Wir sind so umgeben von den digitalen Schreibtechniken, die damals beschrieben und untersucht worden sind, dass wir sie gar nicht mehr sehen. Und auch das passiert zum Großteil von allein und niemand kann was dafür, aber zu einem kleineren Teil passiert das durch aktive Versäumnisse, durch fehlende Forschung, fehlende Aufmerksamkeit für die Rahmenbedingungen des Schreibens. Dieter E. Zimmer hat damals ein ganzes Buch nur über die Folgen des Schreibens am Computer geschrieben. Das könnte man immer noch machen. Das ist sicher nicht alles gesagt worden damals, was es dazu zu sagen gegeben hätte, aber man macht es nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr in Büchern für den normalen Buchmarkt. Beim Akademischen weiß ich es nicht genau, aber ich bin ein bisschen skeptisch, dass da die Fördergelder sehr locker sitzen. Es war ganz kurz sichtbar, als das Schreiben am Computer neu war. Und es ist danach bald wieder unsichtbar geworden. Das hat auch damit zu tun, dass in Interviews mit Schreibenden sehr viel über immer die gleichen Dinge geredet werden, wie wo nehmen sie eigentlich ihre Ideen her, ist das autobiografisch, und das Wie des Schreibens wird meistens dann ein Thema, wenn jemand eine besonders schön im Film zeigbare Schreibtechnik hat, so wie hier Hans-Josef Orteil. Ich habe ein beliebiges Video rausgegriffen, es gibt ganz viele von dieser Sorte, wo es um mit der Hand schreibende Autoren geht. Das, was man da links im Bild für einen Laptop halten könnte, ist übrigens ein Zirkelkasten, kein Laptop. Ich glaube, es ist ein Zirkelkasten. Hier sind die Stifte von Orteil und hier sind seine handschriftlich, hier ist eine Seite seiner handschriftlich geschriebenen Texte. Alles das, was weniger schön auf Bildern zeigbar ist oder was schwerer erklärbar ist, bleibt in solchen Videos weitgehend undokumentiert. Das kann zum einen damit zu tun haben, dass solche Interviews mit Schreibenden halt vor allem Buchwerbung sind. Es kann auch damit zu tun haben, dass vor allem das Seltene gezeigt wird. Also, dass ich vor allem deshalb heute so oft diese von Hand Schreibautorenporträts sehe, weil das eben die Ausnahme ist. Vielleicht, wenn es in den 80ern oder 90ern, wenn da das Autorenporträt als Fernsehgenre schon so groß gewesen wäre, vielleicht hätte man dann das Schreiben am Computer mit derselben Ausführlichkeit gezeigt, einfach weil das das Seltene war. Tatsache ist aber jedenfalls, dass es sehr, sehr wenig Dokumentation dieser Schreibvorgänge und Praktiken gibt. Man kann dann nur darauf hoffen, dass genügend Material zufällig erhalten bleibt, damit wenigstens im Rückblick jemand erforschen kann, was ist denn tatsächlich so alles passiert im Bereich digitales Schreiben in den 2020er Jahren. Diese Marbacher Umfrage von 87, die ist deshalb so, ich habe mich deshalb so gefreut, die wiederzufinden. Und das ist so ein wertvoller Text, weil nicht nur die Antworten auf diese Fragen sonst nicht überliefert worden wären, sondern wahrscheinlich hätten diese befragten Autorinnen und Autorinnen das, was sie da aufgeschrieben haben, noch nicht mal gedacht. Wir wüssten dann nicht nur ganz wenig darüber, wie man in den 80er Jahren über das Schreiben am Computer gedacht hat, sondern fast gar nichts. Ja, warum ist das ein Problem? Ich habe es schon vorhin schon angeschnitten, gefördert werden vor allem die, die es sowieso am wenigsten nötig haben. Und der zweite Punkt, die Frage, wie genau das Schreibzeug mit an unseren Gedanken arbeitet, in dem Zitat von ganz zu Anfang. Diese Frage, die wird für jede Praktik neu angerissen und dann sind es oft immer die gleichen Ideen, die als erstes auftauchen. Also die Frage, verflacht dadurch unser Denken oder verflacht das vielleicht doch nicht? Und wenn nein, was passiert stattdessen? Und dann lässt man die Frage wieder unfertig liegen und geht zur nächsten Technik über und stellt dann wieder die gleiche Frage. Für die Zukunft heißt das, dass einiges von dem, was in dieser Ringvorlesung in den letzten Monaten besprochen worden ist, in 10, 20 Jahren in Vergessenheit geraten wird. Ein Teil davon wird uncool werden und das meiste wird unsichtbar werden. Was heißt das für die eigene Arbeit? Zum einen bei Primärtexten, da heißt es vor allem Papier. Wenn man
in irgendeiner Form was machen will, was erhalten bleibt, dann muss man auf Papier setzen nach wie vor. Das nicht, weil das Papier haltbarer wäre, aber weil es die Archivierungs- und die Kanonisierungsstrukturen hat, die im Digitalen noch weitgehend fehlen. Das hat im allerersten Vortrag dieser Ringvorlesung von Klaus-Michael Schlesinger ging es kurz um diesen Liebesbriefgenerator von Strachey. Das ist nicht deshalb überliefert, weil das auf einem der frühen Computer geschrieben worden ist, sondern weil derselbe Autor ein Paper geschrieben hat, das ein schönes Paper ist und in dem dieser Liebesbriefgenerator am Rand vorkommt, nur um einen Punkt zu illustrieren. Die ganzen frühen Beiträge sind auf Papier überliefert, also die, über die wir heute noch sprechen, sind auf Papier überliefert. Es muss welche gegeben haben, von denen keine Spur geblieben ist. Und zum Teil wissen wir auch nur durch Papier, dass es da überhaupt mal irgendwas gab. Das ist der Twitter-Account von Aliator Press. Die haben gerade jetzt im Januar angefangen mit einem Thread über 365 computergenerierte Bücher. Also es gibt eine große Menge weitgehend unbekanntes Material, das auf Papier erschienen ist, und es gibt eine wahrscheinlich noch viel größere Menge, die überhaupt nie den Weg aufs Papier gefunden hat und über die wir deshalb heute nicht mehr reden. Man kann das Papier sogar produzieren, wenn man überhaupt nur ein Konzept hat, ohne das je technisch umzusetzen. Enzensberger hat 1974 diesen Poesieautomaten als Theorie quasi auf Papier entwickelt, ein Buch draus gemacht, und es hat dann noch ungefähr 30 Jahre gedauert, bis überhaupt die Technik, die da in der Theorie beschrieben worden ist, dann auch gebaut wurde. Man kann jetzt einwenden, dass einem die Nachwelt egal ist und diese Arbeit, dass man diese Arbeit nur zum Spaß machen will, aber das führt eben dazu, dass diese Arbeit dann entweder von Anfang an unsichtbar bleibt oder dass sie sehr schnell unsichtbar wird aus den genannten Gründen. Künstlerisch ist das absolut ehrenwert, aber es führt eben dazu, dass am Ende doch meistens die gleiche Art Leute übrig bleibt und dass es so aussieht, als wären was immer nur diese Leute gewesen, die zu dem Gebiet was beigetragen haben. Ich habe letzten Sommer einen Vortrag über das Thema gehalten. Kann man hier alles nachlesen. Das ist so ähnlich wie hier. Etwa 80% von dem, was ich gesagt habe, steht unter den Slides. Was die Sekundärtexte angeht, habe ich jetzt heute vor allem aus den lesenswerten und den gut gealterten Texten zitiert. Die Elektrifizierung des Schreibens von Dieter E. Zimmer ist immer noch sehr gut lesbar. Die elektronisches Publizieren-Studie ist super. Die Umfrage aus dieser Marbacher Ausstellung ist interessant. Und auch der Text- und Kritikband hat gute Stellen. Aber das ist leider nicht repräsentativ. Ich habe viel anderes Zeug gesichtet, das zu 90% wirr und unlesbar war. Dabei geht es meistens darum, dass der Autor oder die Autorin irgendwelche gerade aktuellen technischen Neuerungen eher vom Hörensagen kennt und daraus dann entweder einen Aufhänger für Spekulationen oder für Ressentiment oder für irgendein altes Lieblingsthema macht. Und über die eigentlichen Techniken des digitalen Schreibens erfährt man da in den seltensten Fällen was. Das ist nicht spezifisch für Texte über das digitale Schreiben, das ist ganz allgemein so. Also ich glaube nicht, dass es sich lohnt, jetzt Theorien aufzustellen, warum das gerade beim digitalen Schreiben passiert. Aber es heißt, wenn man selbst auf dem Gebiet tätig werden will, dann sollte man möglichst deutlich sagen, was gemeint ist, und nicht raunen, so wie hier in dieser elektronisches Publizieren-Studie. Wenn man das so macht wie da und einfach nur sagt, die Erfahrung automatisierbarer Textproduktion oder die drohende Automatisierung des Schreibens, ohne den Platz und die Zeit zu investieren, auch zu erklären, was meint man damit eigentlich. Also ich hatte zeitweise die Theorie, dass mit automatisierbarer Textproduktion in dieser Studie gemeint ist, dass man Textbausteine in Word verwendet. Vielleicht ist das gemeint, ich weiß es nicht. Es steht nicht drin, und wenn man Texte so schreibt, dann haben die Leserinnen nicht nur 30 Jahre später keine Ahnung, was man gemeint hat. Ich bin mir in dem Fall ziemlich sicher, dass es auch das zeitgenössische Publikum dieser Studie 1992 nicht gewusst haben kann. Man kann das nicht erraten. Aus einem Text, in dem sich später alles als komplett falsch erweist, können wir immer noch was erfahren. Aber nur dann, wenn es halt deutlich reingeschrieben worden ist, so wie zum Beispiel in dem Kuval-Text von 2001, aus dem ich zitiert habe. Das ist
Ein Text, in dem vieles komplett falsch ist, aber man muss ihm zugutehalten, dass er das sehr, sehr deutlich reingeschrieben hat, was er meint und warum er genau das glaubt, was er glaubt. Man erfährt aus den Texten meistens mehr darüber, was für welche Zielgruppe die geschrieben worden sind oder was die wirtschaftlichen oder institutionellen Rahmenbedingungen der Entstehung dieser Texte waren, als über das eigentliche digitale Schreiben, das der Inhalt gewesen wäre. Das lässt sich nicht vollständig vermeiden, aber wenn man schon beim Schreiben dran denkt, werden die Ergebnisse besser. Wenn wir diese Texte heute lesen, dann haben sie natürlich andere Funktionen für uns, als sie damals hatten. Also wenn ich jetzt einen dieser älteren Texte lese, dann will ich herausfinden, wie hat man eigentlich damals über das Thema gedacht, was war technisch möglich, was ist tatsächlich praktiziert worden, von wem, in welchen Bereichen, was hat das gekostet und was waren die Fragen, auf die man damals noch keine Antwort wusste. Das sind aber ganz selten die Fragen, die zum Zeitpunkt des Aufschreibens von Interesse sind für einen selbst oder für das Publikum oder für die Auftraggebenden. Zum Zeitpunkt des Aufschreibens will man über Dinge schreiben, die entweder ganz neu oder ganz entlegen sind. Jedenfalls nicht über Dinge, die alle schon kennen. Ein Teil des Problems ist sicher, dass alle Beteiligten an solchen Bänden eigentlich für die anderen Beteiligten schreiben und nicht für eine breitere Öffentlichkeit. Schon weil man sich beim Schreiben von Sammelbänden über das digitale Schreiben in der Regel gar nicht vorstellen kann, dass die von irgendwem gelesen werden, außer von den anderen Beteiligten oder von Leuten, die nach Material suchen für neue Sammelbände über das digitale Schreiben. Ein letzter Punkt für die Sekundärliteratur: Vorsicht beim Definieren, wenn man Definitionen aufstellt, was digitales Schreiben ist und was nicht als digitales Schreiben gelten darf, dann hat das meistens mit dem zu tun, was die Schreibenden selbst praktizieren. Das ist dann gemeint und die Dinge, die sie doof oder altbacken finden, die sind nicht gemeint. Das an sich kein großes Problem, können alle machen, wie sie wollen, aber es wäre halt besser, das explizit zu machen und nicht zu sagen, das eine ist das richtige digitale Schreiben und das andere, das ist das, was hier nicht zählt. Wenn man irgendwas von vornherein ausgrenzen will, dann ist es hilfreich, sich bewusst zu machen, dass es sich dabei oft um ein Statusverteidigungsmanöver handelt und dass dieser Status verteidigt wird zugunsten von Schwächeren. Abgesehen von der Ungerechtigkeit macht das auch die Forschungsergebnisse schlechter. So, an dieser Stelle bin ich erstmal fertig und habe Fragenvorschläge. Ich warte jetzt erstmal, ob ich von denen Gebrauch machen soll oder ob es sowieso schon ganz viele gibt.